So lange kann ich jetzt auch nicht warten. Die Jahrtausende haben meinen Hass auf dich nicht schwinden lassen. Schön, dass wir drei Mädels auf Zickenkrieg stehen. Interessant. Hallo. Und hier will ich mich nicht kratzen lassen. Ausgeburt der Hassliebe. Allraune. Die kenne ich aus Harry Potter, aber andersrum. Madama Butterfly. Oh, wie ich danach raste. Das ist jetzt der letzte Tag deines Daseins. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, um sie zu pissen. Aber was auch immer es war. Nice. Whatever it was, nice. So, was können wir denn machen? Machen wir mal ein bisschen stärker, warum nicht? Ein Problem. Ich geh aufs Maul. Die Bayonetta-Reihe Teile, da beziehungsweise das Game an sich schon nice. Eigentlich an manchen Stellen interessant. Ich mag das Game irgendwie. Das ist doch schon mal super. Das freut mich. Dann habe ich mein Geld nicht umsonst gewastet. Der macht hier einen Schaden. Fuck! Ausgeburt des Wahnsinns. Hätte so um Gnade gewinselt, hätte sich leben lassen, aber so erwartet dich dein letzter Atemzug. Jean!
Du bist aber eine hässliche Königin. Ja, Fanservice. Die Krönung wird eine blutige Angelegenheit. Dann lass meine Ambra-Schwester frei. Kann doch bestimmt wieder ein Konter oder sowas machen. Au. Ich hab nicht mal einen Ruckli, ich bin blank. Ich bin komplett blank, was das angeht. Was echt Witziges zu tun, als mit dieser Missgeburt abzugeben. Entschuldige, Justin, ich wusste nicht, wie lange du brauchst. Aber wie gesagt, hör mal auf Aufnahme. Jean, get up. You're going to be late. Jean, it's time. Get up. Please, Jean! Wake up! Jean! Sir Hazel. What do you need? A wake-up kiss or something? Hätte ich dich wach küssen sollen oder so? Ja komm, das hätten wir doch alle gern gesehen. Never were much of a morning person, were you? This... but this is... Cereza. You came here to rescue me? Blau, nicht? Are you insane? You took the words right out of my mouth. Sister vor Kerle, ist doch immer so. Let's go. Gut, bei uns Männern heißt das Bruder vor Luder. What's happening? You need to get back to your body and get some rest too.
careful, Cereza. Something big is going to happen to our world. Was Gewaltiges wird unserer Welt erfahren. Ich weiß. Ab nach Hause. Und wehe, du kehrst auf halber Strecke um. Ja, Rodin und Bio meint das schon. Warum hat Rodin eigentlich so spät? Ich dachte schon, du hättest mir das Geschäft versaut. Eins muss ich dir lassen. Das ist Qualitätsarbeit. Profitplatte für einen Dämon. Es gibt nur einen weiblichen Dämon in Bayonetta, den wir toll finden. Und das ist unsere Miss Butterfly. Deswegen ist die andere auch so sauer. So that's how that works. Well, not very romantic. Romantisch ist anders. Got a nice glow about it, punkt doch aber hübsch, find's nicht. Was die Energie angeht. Naja, ich muss dir ja wohl nicht im Detail erklären, wie man Scheiße baut, oder? Heute sehen alle Schlangen etwas. Vergiss dein neues Spielzeug nicht. Aha. Das ist ein Pferd. Na, immerhin. Immerhin. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese Punkte, die ich da bekomme, dass das nicht die heiligen Schale sind, die ich krieg. Olrauna. Haben wir jetzt eine Peitsche? Ich will aber eigentlich keine Peitsche haben. Brauche ich jetzt nicht zwingend. Der Lumenweise. Ist das nicht unser Vater? Würde ich zumindest so behaupten. Ich brauche unbedingt wieder Lollis. Bayonetta hat nichts mehr zum Lutschen. Warte mal, erstmal hole ich mir den Hexenschuss. Ja. Nein, ich hab nicht genug Kohle. Egal. Passt schon. Es ist eigentlich krass, dass ich alles, was ich verdiene, in Lollis eintragen muss, damit ich irgendwie ans Spiel rankomme. Ich finde es aber komisch, dass man auf der einen Seite sagt, dass man das Spiel hat 16 Kapitel, es soll aber 10 Stunden lang sein. Wir sind jetzt ungefähr 5 Stunden dran. Das muss ich dir jetzt alles eins zu eins erklären, was ich verpasst habe. So, dass ich der Story noch folgen kann. Wir haben Jan befreit. Die Dämonin, die Hexe von der Seele, die Seele von der Jeanne fressen wollte, war eine Feindin von Miss Butterfly. Und deswegen hat Bayonetta sich halt mit ihr geboxt. Mehr ist da nicht passiert, seitdem du weg warst. Achso, Rodin kam. Und hat mitgeprügelt. Pferderennen. Die Steuerung ist aber komisch. Hallo Drache. Au. Das war aber unser Ausdrache. Hotte Hü, Hotte Hü!
fuck mache ich hier? Ich brauche dieses Pferd und den Drachen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Yuna für den Drachen zuständig sein will. Ja, kann man mal machen, ne? Ja, ob das so eine gute Idee ist, das Zeug einfach zu spammen, aber ich finde es irgendwie schade, wenn nicht. Obwohl, jetzt hätte ich es nicht gebrauchen können. Au. Dafür. Ah, zur Schule reiten. Und wo gehst du zur Schule? Ja, keine Ahnung, ich wohne in Schleswig-Holstein, gehe in Bayern zur Schule. Wie schaffst du das jeden Tag mit meinem Hotdog hier? Kann man mal machen. Ich glaube, der Pferd hat einen längeren Stab als du. Du darfst eine Spinne, Miss Butterfly, haben. Ja, ist okay. Obwohl, die Spinne brauche ich nicht. Ich nehme lieber den Riesen. Das war mal ein Schenkelspreizer. Und? Aber warum kann ich mich nicht in so einen weißen Hund verwandeln? Oder Wolf? Your impudence will cost you your life, witch. So you're saying diplomacy has failed then? Surrender, or it will be more than your mask that you lose. Umbro witch. Or shall I call Bayonetta? That seems to be what people call me these days. Very well then, Bayonetta. You shall be the first Umbro witch to die at my hand. Alder. Fuck. My honor as a Lumen sage. Alter. Almost.
Check Baldur 0. Im ersten Teil will er Bayo umbringen. Im Intro will er, dass es Bayo gut geht. Jetzt will er sie wieder killen. Nee, ich glaube, Baldur ist jemand anders und der hat, glaube ich, keine Ahnung, wer er wirklich ist. Im ersten Teil, ich glaube, wir haben jetzt in der Vergangenheit nur gesehen, dass Baldur, glaube ich, ein Vater ist. Der Vater von Bayonetta. Aber ich glaube, er wurde von irgendjemandem... Ich glaube, er ist jemand anderes. Ich glaube, das ist nicht der, der vom ersten Teil. Einzige, was mich halt an Bayonetta echt abfuckt, bei aller Liebe. Ist halt das Ausweichen und diese... diese Panthergestalt halt auch ein auf demselben Dingsbums liegen. Wie viele Ausweiche haben nicht geklappt, weil sie sich lieber in Panther verwandelt als auszuweichen? Du darfst halt keine Richtungstaste drücken. Er will den Kleinen killen. Machen. Ich verstehe diese Punktzahl halt nicht. So viel. 37.000 Heiligenscheine, wo? Die habe ich noch nie. Ich wette mit dir, ich habe nicht mal 10.000. Wenn ich jetzt in den Shop gehe. What the fuck? Dann habe ich. Dann verstehe ich das nicht.
Ich habe so das Gefühl, manchmal kriegt man sie, manchmal nicht. I'm playing this crazy game and I gotta sprinkle some magic. Wolf, und muss Zauberstab auf den Mund streuen. Was? Hat er gerade. gerade irgendwas. Das ist schön. Oh, der hat gerade einfach irgendwas gezockt. Ah, Mist, den hätte ich. Nee, der ist ausverkauft. Okay. Ist egal. Wir sind jetzt schon Kapitel 13. 16 Kapitel hat das. Und das Internet will mir verraten, dass man mit 10, dass man 10 Stunden Spielzeit hat. Ich meine, wir haben jetzt 5 und halb. Gut, vielleicht, weil ich diese Challenges nicht mitnehme. Hat die jetzt die beiden hat er jetzt getrennt. So. Lila Schmetterling. Mikaranodon-Wurzel. Wieder so ein Ding aus dem ersten Teil. Müssen wir hier lang? Will ich hier lang? Ja, ich will hier lang. Wir müssen nicht hier lang, aber ich will hier lang. Big Slave? Hat die gerade Big Slave gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, ganz genau. Ich wollte hier lang. Definitiv. Haben sie das Level aus dem ersten Teil resettet, nein. Das Level aus dem ersten Teil. Ja, yeah, das sind lange Knarren. Now we talking.
Warum kann ich das nicht machen? Überhaupt nicht übertrieben. Nee, ich glaube, wir haben jetzt eine Zeitreise gemacht. Es kann auch sein, dass das die Bayonetta selbst ist. Ganz gut aus. Na komm her, Drache. Werbung beginnt in 38 Minuten. Steht hier. Hä? Ich habe doch eingestellt, dass es jede Stunde kommt. Verstehe ich jetzt nicht. Ich bekomme immer um X15 und X55 Werbung. Müsste normalerweise schon seit ein paar Stunden anders sein. Aber Amazon halt, ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass es... Sub mit SF-Card kaufen? Weiß ich gar nicht, meine schon. Ich glaube, du kannst die Twitch-Guthaben mit SF-Card aufladen. Immer bin ich ganz sicher. Twitch Wallet meine ich, damit man auch Bits in so einem Farm kaufen kann.
Keine Ahnung, weiß ich nicht so ganz. Gibt's das überhaupt noch? Abonnements, Einstellungen, Sprache, dunkles Design. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Flüstern, Bits kaufen. Emote Credit. Twitch Wallet. Ja, doch, Twitch Guthabenkarte, Geschenkguthabenkarte, Geschenkguthaben. Geschenkkarte einlösen, Geschenkkarte kaufen. Zahlungsverlauf. PayPal. Ich weiß gar nicht, ob man. Geht vielleicht sogar auch über Amazon, ich weiß es selbst nicht so ganz. Da ich halt PayPal benutze, brauche ich halt nicht wirklich viel. Yes, Energie. Kann ich noch mal ein paar Sachen mitnehmen, Mädel? Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt unsere Mutter ist oder ob wir das selbst sind. Ich bin ja jetzt auch komplett... Wir sind jetzt halt eine Hexe mehr. Meine ja, bin mir aber selbst nicht ganz sicher. So, nochmal kurz auf Toilette.
da bin ich wieder. Willkommen zurück, Kino. So, wollen wir mal weitermachen. Also bei mir steht jetzt, Werbung beginnt in 1,5 Stunden. Das bedeutet, wenn ich Werbung schalte, dann wird die aufgehoben. Leute, wenn ich auf Toilette gehe, kann ich theoretisch Werbung machen. Au. Läuft keine Werbung. Ja, steht. Also bei mir steht, Werbung beginnt in 1,20 oder so. Also, Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Gut. Können sich die Lumen weisen, aber eins einpacken. Ich meine, zwei Bayonettas. Morgen leider früh aufstehen. Naja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Juna. Hab kein Problem mit Werbung, aber gegen Finale ist es ein bisschen doof, wenn man das halt ein paar Sachen nicht mitbekommt. Ja, das mit der Werbung haben sie richtig eklig gemacht. Finde ich ein bisschen traurig. Vor allem, dass man halt keine Wahl mehr hat zwischen, Ja, wie soll denn das funktionieren? Ich weiß halt auch nicht, ob es das Finale ist, ne? Jetzt in Kapitel 14. Das Kapitel soll, das Spiel soll 16 Kapitel haben. Thank you.
Du hattest gegen eine Bayonetta schon keine Chance. Ja, warte doch mal. Ja, ich will nur mal einkaufen gehen. Meine Güte, jeder. Die Begleiter hier in Bayonetta sind aber alle so extrem. Ja, los, wir müssen jetzt. Mach hinne. Schneller, härter. Nehmt euch für das Liebesspiel doch mal ein bisschen Zeit. Man muss ja nicht innerhalb von 5 Minuten reinschieben, abspritzen, umdrehen, einschlagen und fertig. Genießt doch die beiden Mädels. Entschuldigung. Aber ist doch so. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben. Oh, schon 10. Schön, dass sie das beide machen. Die nehme ich mal mit. Gibt doch wieder einen Kampf. Oder Geschichte. Ja, ja. Zum Glück hat der Mond jetzt gescheint. Der schon wieder. Der sieht aus wie Gomamon. Nur ein bisschen. Böser Affe. Voll in den Arsch getreten. Ja.
Läuft der jetzt die ganze Zeit nackt rum? Aber wenig Bonus. Hallo. Die Affengeräusche. Ah, die wollen nur spielen. Stadt ist sicher wie Kapitel 13. Justin, wie lange machst du heute noch? Musst du morgen auch früh raus oder hast du noch frei? Ich weiß ja nicht, ob ich es heute wirklich durchziehen will. Ich meine, wir sind ja schon bei Kapitel. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, so langsam nähern wir uns dem Ende. Kapitel 14. Das ist jetzt das zweite. 14, 15 und 16. Zwei kleine Kapitel machen wir jetzt schnell, dann haben wir Bayonetta auch hinter uns geprellt. Jetzt werden Arsche gekickt. Yeah. Auf jeden Fall. Glaube ich. Hoffe ich. Gib mir nochmal so einen Smoothie-Shot. Der große Krieg vor 500 Jahren. Ich wollte mir echt sagen, dass Pokémon, die schlechte Grafik von Pokémon, darauf basiert. Dass die Switch nichts kann. Ich will zwar nicht sagen, aber... Das sieht für mich nicht so aus, als hätte die Nintendo Switch nicht genug Leistung, ein interessantes und gutes Pokémon-Spiel zu machen. Liegt wahrscheinlich daran, dass Game Freak keine guten Spiele machen kann. Es gibt halt Spiele wie Bio und Monster Hunter, die zeigen, was die Switch kann. Gamefell benutzt halt nur eine lächerliche Ausrede. Ja.
ein Umbra-Climax. Herrlich. Eine heiße Braut in einem geilen Roboter, die Ärsche tritt. Der Traum eines jeden kleinen Jungen ist wahr geworden. Und was macht deine Tante so? Die Kleinen, die können nichts machen. Ist sie lieber? Ein Roboter. Bayonetta in einem Roboter. Will zwar nichts sagen, aber holy mamoli. Die Spiele laufen auch ganz okay von der FPS-Zahl her. Ich finde es halt komisch, dass sie dieses Jumpen auf dem rechten Trigger gelegt haben. Dabei hätten sie halt wirklich zum Beispiel das mit dem Dingsbuch hier mit dem
ne, R3 machen können. Was viele Spiele gemacht haben. Es würde so viel besser laufen im Kampf. Nimm dein Schoß hier zurück, du Haufen Scheiße. Was war das? Okay, da fährt es automatisch lang. Und jetzt? Alter, ich hatte doch dieses Schild an. So, weg mit dir, du Lappen. Die Frage, ob wir es heute noch durchmachen wollen. Oh, der schon wieder. Mit dem Mittelfinger, ehrlich. Ja, wollen wir machen. That performance might make the back page of the classifier. Wir sind schon bei Kapitel 15.
The world fa- Mist, wenn ich diesen einen gelben Lolli nicht gekauft hätte, hätte ich mir vielleicht noch was... Ja gut, Magie brauche ich jetzt auch nicht so viel. Ja, lief doch ganz gut. Wenn das jetzt auch noch so schnell durchgeht. Machen wir es heute noch durch. Dann dauert es halt bis 23:30. Dann habe ich ja theoretisch schon einiges gemacht. Eigentlich dieses Wochenende, dieses lange Wochenende sehr weit gekommen, was Spiele angeht. Hallo? Darf ich mich hier austoben? Oh, schön. Also man hat jetzt hier noch eine Stunde Kampf. Na Jungs, wir will noch mal. Oh ne, nicht die schon wieder. Warte mal, da habe ich noch was. So close.